Herzlich willkommen zum 19. Teil von Let's Play Resident Evil. Wir haben ja letztes Mal relativ forsch aufgehört, sag ich mal. Mittendrin. Der ein oder andere hat ja schon wahrscheinlich erschnüffeln können, dass wir jetzt kurz vor Krauser stehen. Und genau so ist es jetzt gerade auch. Und das ist wirklich ein Kampf in dem Spiel, worauf ich mich absolut gar nicht so gefreut habe. Aber da müssen wir auch jetzt durch. Wobei mir das wirklich noch lieber ist, als mit Ashley rumzugurken. Aber wir werden ja sehen, wie mir der ganze Kampf gelingen wird. Hierzu muss ich auch noch sagen, wir werden gleich sehen, dass das ein oder andere Gespräch noch stattfindet und da kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er wirklich Lust hat, mit den netten Herren zu reden oder nicht. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need three insignias to open it. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. It pretty much means you're on a tight leash. She can TMP out pretty well. Holy moly. Ich werde mich einfach jetzt hier kurz niederlassen, sag ich mal. Weil ich doch schon etwas hier mitnehmen möchte. Sehr beschissen. Entschuldigung. Dass der Koffer gerade voll ist. Aber auch das können wir nach einer kurzen Runde Tetris hier hinkriegen. Ich muss ehrlich sagen, das Zielfernrohr hier ist wirklich ein Platzvernichter. Wobei, da unten haben wir auch noch einen Slot. Deshalb sollte das eigentlich irgendwie schon passen können. Die Frage ist nur, wie wir das anstellen. So. Könnt natürlich auch noch ein paar Kräuter kombinieren. Wird genauso gut funktionieren. Aber so geht's eigentlich auch, aber wir kombinieren doch noch ein Kraut. Dann haben wir noch etwas mehr Spielraum hier. So. Dann geht's auch weiter. Wir machen uns kurz auf den Weg nach oben. Hier haben wir noch eine Flash Grenade. Oh fuck. Vielleicht noch kurz anzumerken, wie man jetzt schon schön sehen konnte, ist das wirklich ein Typ, der eigentlich den Nahkampf bevorzugt. Und man kann dem dann dementsprechend auch aus dem Weg gehen. Beziehungsweise mit dem Messer dann doch etwas auf die Pelle rücken. Und da haben wir auch schon seine Flash Grenade. So, jetzt wird auch die Tür aufgeschlossen. Jetzt können wir dann doch endlich weitergehen. Meisterhafter Manier.
mir der Granate ausgewichen, aber den Rest dann leider auch nicht. So, können jetzt eigentlich direkt weitergehen, müssen uns gar nicht großartig um den kümmern. Könnten wir natürlich, aber wir gehen ihn einfach etwas aus dem Weg. Sofern es halt geht. Und ich glaube, ich laufe gerade zurück. Ja. Das war der falsche Weg. Oh, oh, oh. Das war sehr unschön. Aber ist eigentlich nicht allzu schlimm. So, jetzt haben wir aber die richtige Route erwischt. Könnten jetzt wirklich hier ins Haus noch gehen, machen wir auch. Weil wir halt alles mitnehmen wollen. Alternativ kann man das hier auch umgehen. Wir machen es aber wie gesagt nicht. Lol. Und jetzt haben wir den auch wieder mal für eine kurze Zeit abgeschüttelt. Ich denke auch mal, ich heile mich jetzt einfach mal mit Erste-Hilfe-Spray. Ist ja keine Schande. Und das schützt uns auf jeden Fall noch vor dem Tod. Beziehungsweise wenn wir kurz vorm Tod sein sollten, gleich, dann haben wir jetzt doch noch schon bessere Karten, würde ich mal behaupten. So. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Wir haben jetzt das Teil des Panthers. Wir können uns jetzt natürlich wieder um den Kerl kümmern. Ja, ja. Und wir werden den diesmal antworten. Lol. Okay, wir haben den schon zweimal erwischen können. Und er macht sich jetzt auch vom Acker. Alternativ kann man auch auf den ballern, aber ich nehme dann doch lieber bevorzugt das Messer. Weil normalerweise, wenn man zwei Treffer waren, glaube ich, auf den Kopf nur hinkriegt, dann ist es völlig ausreichend. Aber das muss jeder für sich selber wissen. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich hier wegwerfe. Aber ich denke mal doch, dass ich dann eine Brandgranate wegwerfe. Ganz einfach, weil ich die nicht so nützlich finde wie alle anderen. Okay, jetzt weiß ich auch welchen Schalter. Ich schieb die einfach mal hier rum. War wahrscheinlich jetzt nicht ganz doch wahr genug. Wer sich schon mal ein Speedrun hier angeguckt hat, der weiß wirklich, wie Leute das richtig schnell rausballern können hier mit der Säule. Oder generell hier durchrennen. So. Wir nehmen jetzt einfach nochmal den Striker. Wie man jetzt auch sehen kann, fasst er jetzt ganze 100 Schuss in ein Magazin. Und das ist ja, will ich mal behaupten, für eine Schrotflinte extrem viel. Und, weil ich glaube, der kommt hier. Nee, kommt er nicht. Aber da sehen wir den doch. Ah,
Ah, ich dachte, jetzt kriege ich das noch hin. So. Hab's leider nicht hinbekommen, wie man gesehen hat. Aber war ein bisschen zu spät dran fürs Messer, aber ist noch alles im Rahmen. Ich werde jetzt auch wieder ein grünes Reilkraut rausballern, weil wir hier wieder neue haben. Und da haben wir ein paar kleine Wallys. Und direkt mal verfehlt. Ich find's zu geil, wie die explodieren, ey. So, eigentlich... Boah, wollt ihr mich verarschen. Also gerade können wir den Loot wirklich nicht so gut gebrauchen, würde ich mal behaupten. Es gab zwar die ein oder andere Stelle, wo wir wirklich knapp waren, aber jetzt zum Ende hin haben wir eigentlich wirklich gut gesammelt und gut gespart, würde ich mal sagen. Mal gucken, vielleicht können wir... Ja, wir konnten doch noch etwas... Schrotflintenmunition aufbrauchen, so dass wir wirklich wieder etwas Platz im Koffer haben für die etwas unnütze Brandgranate, beziehungsweise wirklich dann nur situationsbedingt gute. What is it you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Granate. Oh. Und der erwischt uns volle Möhre. Ist aber nicht ganz so schlimm. Viel schlimmer wird das Ganze jetzt. Aber wir werden ja sehen, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Jetzt gleich. Ich werde jetzt auch mal die TMP ausrüsten, weil davon haben wir auch noch sehr, sehr viel Munition. Ja, wir müssen nach oben. And prepare for your death, Leon. Kann ich schon mal sagen, weil das wirklich ein Ereignis hier ist, was mich sehr, sehr lange verfolgt hat. Weil ich auf Profi einfach mit zwei Heilbalken in den Kampf gegangen bin. Und das wirklich sehr, sehr unschön hier war. Generell. Aber sehr, sehr schöner Kampf eigentlich. Bis jetzt auch schon. Two down, one more to go, Krauser. We'll see about that. Dreifacher Super Saiyajin jetzt mal. Super Saiyajin Krauser. Auch schön zu erkennen an seinen blonden Haaren. Witness the power! You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. So. Sieht ja nicht so gesund aus. Autsch. Ay, caramba. Ich würde ihn jetzt ganz gerne nochmal in die Knie zwingen. Oh, das hat wehgetan. Ja, wir verballern jetzt mal wieder ein Heilspray, weil... und eine Granate, weil unser Koffer sieht wirklich sehr, sehr voll aus. Holy moly. So, ich denke mal, so ein paar Magnum-Schüsse würden den netten Herrn auch ganz gut tun. Lol. Hab gerade die Panikumdrehung gemacht, war nicht der beste Moment dafür, will ich mal behaupten. Oh.
Aber auch hier wieder zu sehen, man kann das Quicktime-Event nutzen, um die Ladezeit zu verkürzen, sage ich mal. Und das ist wirklich nice to know. Gerade in solchen Kämpfen, die sich ganz gerne mal langziehen können. So, und da haben wir den Herrn Krauser auch mal aufs Kreuz gelegt. Was etwas vom Stresslevel schon etwas höher war. Krauser, was ist passiert? Du warst doch mal so nett. Ja, damals in der Pommesbude, weißt du, da war er noch ganz nett, hat er noch schön eine Pommes Curry ausgegeben. Und jetzt so ein Scheiß. Also, da sieht man mal, wie sich die Menschen ändern können. So, ich lade vorher nochmal nach, die Broken Butterfly. So, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz hier im Koffer. Und die TMP auch. So. Kombinieren jetzt, beziehungsweise setzen die Teile ein. Die, Teile des, der heiligen Tiere. Einmal der Panther, die Schlange und der Adler. So. Und, das war's auch für den Teil, wobei ich werde jetzt noch etwas weitermachen, sage ich mal. Ich denke mal, ich mache hier doch noch nicht Pause, weil etwas kann man hier ja dann doch noch machen. Und das war halt jetzt noch relativ kurz gehalten, würde ich sagen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange die Zeit läuft. So, it seems you killed Krauser too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh, I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. So, ich werde jetzt aber doch mal Schluss machen. Ist zwar jetzt nicht wesentlich lang gewesen, das Let's Play, aber ich denke mal, das reicht für den Part auch. Wir haben einen schönen Kampf gesehen mit einem alten Kameraden und wie immer hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen, gerne auch Kritik und ähnliches. Und wie immer sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Ich freue mich schon drauf und ja, viel Spaß beim Schauen.